Und schon ist es wieder soweit. Die nächste Untersberg-Expedition ruft. Wir haben noch längst nicht alles gesehen. Es gibt unzählige Höhlen, unzählige Wanderwege. Wir haben bisher nur sehr wenig von Untersberg gesehen. Deswegen geht es in diesem Jahr weiter. Wer Interesse hat, noch dazu zu kommen, kann sich unter maradeifeld@gmx.de bei mir melden und erfährt dann, wo er unterkommen kann. Ich reise schon am 30.06. an, aber an dem Tag werden wir noch nicht viel unternehmen. Wer Interesse hat, kann sich jetzt noch die Videomitschnitte anschauen vom letzten Jahr. Ich habe noch längst nicht alles veröffentlicht, was ich dort gefilmt habe und fotografiert habe. Da könnt ihr noch einen kleinen Einblick bekommen, wie es am Untersberg zugeht, beziehungsweise was es da alles zu sehen gibt. Ich hoffe, von euch zu hören und viel Spaß! Ich wollte nur die abschüssigen Wege zeigen, die wir hier laufen. Nicht? Alles sehr abseits der normalen Touristenpfade. Geäst. Jede Sekunde kann man hier runterfallen. Wir sind auch schon völlig erschöpft und wissen gar nicht, wo wir überhaupt sind. Aber es sind noch alle da. Kurzfristig war jemand verschwunden. Es wurde 10-mal nach ihm gerufen, hat nicht geantwortet. Wir müssen noch rausfinden, ob er es gehört hat oder nicht. So, wir befinden uns jetzt seit 2 bis 3 Stunden in diesem Wald und suchen immer noch einen Weg heraus. Weiterhin alles unbefestigt, rutschig, viele Steine. Aber wir möchten gerne heute Abend noch nach Hause kommen, träumen schon von einem Gläschen Bier. Das beflügelt uns, hier noch weiter den Weg zu suchen. Und ich melde mich nachher wieder. Oh, 4 Stunden. Ja. Gut, 4 Stunden. Du gehst auf jeden Fall von der Dings, vom Störhaus zur Bahn um mich, sicher 3,5 Stunden. Ja, locker. Ja. Du willst mal einiges zu essen mitnehmen? Ja, nichts mehr schreiben. Dann machen wir hier, verschwinden wir hier, oder? Du darfst gar nichts an dir. Hier oben sehen wir ein Wandgemälde, das einen Reptiloiden zeigt. Scheinbar sind hier viele David Icke-Anhänger unterwegs gewesen. Man trifft überhaupt sehr selten jemand. Dieser alte Steinbruch ist jenseits aller touristischen Wege. Der Eingangsbereich der Mittagsscharte. Also, hier befinden wir uns jetzt in der Mittagsscharte, dem Ort, wo am 15. August viele Schamanen und andere spirituell interessierte Menschen auftauchen. Die dürfte dann wesentlich voller sein als jetzt hier bei uns. Was es mit dieser Mittagsscharte auf sich hat, kann ich noch separat aufschreiben, für alle, die es interessiert. Sehr dunkel ist es da rein, da muss ich die Taschenlampe anmachen, mal vorgehen. Ist alles steinig hier, nicht ganz ungefährlich. Da vorne sind schon meine Begleiter mit einer Stirnlampe. Ja, vielleicht sind einige unter euch, die am 15. August hier dabei sein wollen. Ich muss aufpassen bei jedem Schritt.
Höhle hatten wir in Finnland auch, weil die hat genau an die Sonne gefällt. Deswegen hieß es Focke View, das Sonnenloch. Ja. Und das ist so eine ähnliche Veranstaltung. Und wie wird die Sonne mal genauso stehen, dass das hier Sonne alles sich anstrahlt, hoffe ich jedenfalls. Ja. Müssen wir gleich mal rauskriegen. Und dann muss die Sonne ja mal. Also wenn es nicht ganz im Norden liegt. So, jetzt leuchte ich mal mit meiner Lampe herum. Ja, da wird Wasser, herabtropfendes Wasser in einen Topf aufgefangen. Und ja, man sieht da oben das Loch, ne, wo die Sonne am 15. August reinscheint. Hier ist nochmal ein Behälter, der das Tropfwasser auffängt. Da scheint die Sonne genau in diesen Kamin hier rein. Da, in den Kamin scheint die Sonne also. Da, jetzt sehen wir es. Ja, jetzt tropft es mir auch schon auf den Kopf. Eine kleine Tropfsteinhöhle. Krüppelkieferwald am Untersberg in der Nähe der Mittagsscharte. Das ist unser Ziel. Hier wollen wir die Nacht verbringen. Denn es soll heute der letzte Blutmond sein in diesem Jahr 1000.